Kollege Iljan kommt jetzt rein. Achtung, da ist er. Was für ein Auftritt! Was bist du so gut gelaunt? Ja, ich führe doch. Servus. Noch? Ja, du führst noch. Noch. Doch. Ja, eben. So, weil es geht jetzt um deine Challenge, um Preuß versus Wiesn. Auf geht's, liebe Zuschauer, heute neue Folge, Preuß versus Wiesn. Schau mal, was Heinz Leberkass-Orakel sagt. Beide Leberkass brutzeln wieder vor sich hin. Dieses Mal steigt der Preuß. Da ist Heiner einer motiviert. Zack, hupft raus und gewinnt. Ob der Preuß wirklich gewinnt, seht ihr jetzt. Also viel Spaß. Könntest du diesen Schattentanz, steh mal auf, mach den Schattentanz einmal kurz live. Super. Okay, es gibt einen Punktabzug. Genau, pass auf, folgendes. Deine Challenge heute. Diese Peperoni alle in unter 2 Minuten essen, nicht schwitzen dabei und alles im Mund behalten. So. Das glaube ich nicht. Bitte, bitte, Lenny, sag doch, dass es nicht wahr ist. Was heißt denn bitte? So bitte, Lenny. Stimmt nicht. Nein, aber ich habe die Challenge für euch hier. Und sie ist so wunderschön einfach. Wirft uns vielleicht ein bisschen zurück in die Tage unserer Kindheit. Ich gebe euch mal alles, was ihr braucht. Was heißt ihr? Warum redest du im Plural? Naja, weil ihr seid das Team Wiesn und er ist eben Team Preuß. Jeder von euch bekommt ein DIN A4-Blatt. Die heutige Challenge heißt... Ah, wir spielen Stadtland Fluss? Ja, nicht so ganz. Wir malen ein Bild. Es ist Papierflieger weitwerfen. Ihr dürft jetzt gleich jeder einen Papierflieger bauen und dann gucken wir, wer in der Schule am schlechtesten aufgepasst hat und am meisten geübt hat. Gesicht. Ihr dürft schon mal direkt anfangen. Ich erklär's währenddessen. Jeder baut sich jetzt einen Papierflieger, von dem er denkt, dass er am besten fliegen würde. Das heißt, wir haben 2 Eisen im Feuer. Er hat nur einen Flieger, wir haben aber doppelte Chance. Das ist fair. Nicht spicken. Ich hab's nicht nötig zu spicken. Wir machen das jetzt dann gleich so, dass... ihr euch quasi hier an meiner Station, wo ich als Laptop-Lenny stehe normalerweise, hinstellt. Ihr müsst alle auf einer geraden Linie stehen. Ich positioniere mich dann da hinten und der, bei dem ich sehe, dass er am längsten fliegt, und da ist ja doch einiges los, wir haben ja hier unsere Studiodekoration, da hinten ist ja auch noch Festzelt, da sind ja auch noch ein paar Leute, bei denen kümmere ich mich natürlich darum, dass die da schnell genug wegkommen, vor allem auch bei unserem Chefführer nicht, dass ihr dem noch im Auge ausstecht. Genau, und dann, wer am weitesten den Papierflieger darüber bekommt, der hat diese heutige Challenge, diese Live-Challenge heute gewonnen. Seid ihr schon aufgeregt, falls ihr die Strafe machen müsst? Da können wir jetzt mal ganz kurz anknüpfen. Iljan, falls Sie es nicht gehört haben, hat gerade gefragt, ob Sie denn schon aufgeregt seien, was die Strafe angeht. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Schreiben Sie mir doch einfach gerne, was für eine Strafe entweder das Team Wiesn oder das Team Preuß am Ende des Tages machen darf. Ja, das ist ja noch nicht klar. Es ist noch nicht klar, wer am Ende gewinnt, wer am Ende verliert. Letztes Jahr hat der Preuß verloren. Da ist er in so einem riesigen Aufblaskostüm auf der Bühne gestanden. Das sah sehr, sehr blöd aus. Vielleicht wünschen Sie sich ja, dass das auch dieses Jahr wieder nochmal kommt. Aber wir brauchen natürlich eine neue Challenge, ja? Also der Iljan hat ja allgemein ein großes Händchen dafür, blöd auszuschauen. Das ist liebevoll gemeint. Alter, fängst du irgendwann beim Teleshopping an? Das ist ja Wahnsinn. Ich versuche die Zeit zu überbrücken. Meins schaut ein bisschen aus wie ein fliegender Dackel. Flying Wastel. Ja. Okay, ihr seid soweit? Das ist eine Yoga-Figur, der fliegende Hund. Dann stellt euch bitte einmal hier auf. Kommt bitte zu mir rüber. Einmal alle aufstehen. Und du hast den Klassiker gebaut, hä? Wer fängt denn an? Jetzt ist er kaputt, der hat einen Anklang, das gültet nicht. Alle gleichzeitig. Der hat einen Anklang. So alle gleichzeitig. Damit ich das direkt vergleichen kann. Ich gehe dahinter. Ihr stellt euch bitte in einer Linie dort auf. Ja, ja. Verstanden. Achtung. Nein, in einer Nein, du stehst richtig, du stehst da. Sie steht hier, das ist richtig, oder? Die Dame. Das ist richtig. Du wirst doch wohl jetzt nicht so sein. Nee, 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 ich bin ja nicht so. Nicht nach gestern. So, ich bin hier hinten positioniert. Ihr steht alle auf einer Linie. Nee, passt, okay. Ja, alles ja, klar. Sie steht auch richtig. Ich gebe euch den Count. Es wird geworfen, alle gleichzeitig. Ich bewerte gleich, wer hier am weitesten fliegt. Die Papierflieger mögen starten in 3, 2, 1 und bitte. Jawohl! Nein.
Das ist er! Das ist er! Stecken geblieben. Hier, Onken holt sich den Punkt. Da ist das Ding. Und hat mich sogar noch wie so ein richtiger Sportsman dabei getunnelt. Da ist das Ding. Dieser Punkt geht an das Team Wiesen. Der abstürzende Hund. Ist deiner auf dem Tisch gelandet? Der Wastel liegt obwohl hier. Du vorne standest. Das ist wirklich ungünstig gelaufen. Schaut doch ein bisschen kaputt aus. Also obwohl sie vorne stand, das waren 78 Zentimeter oder so. Da können wir froh sein, dass seine Stecke geblieben ist. Das ist wirklich schade. Aber das musst du erst einmal treffen. Ja, so schade. Ach Mann. Herr Preuß. Ich wohne ein bisschen. Lass uns ein bisschen weinen. Hier, das ist der Siegerflieger. Den kannst du auseinander und wieder zusammenfalten, damit du weißt, wie es geht. Den behalte ich mir, ja. Darf ich den dann runterschmeißen zu den Menschen? Nein. Sonst kriegt das jemand ins Auge. Ja, schlimm. So. Also meiner ist da gelandet, weil das ist eine Yoga-Figur, der abstürzende Hund. Genau. Den hast du hast ihn vorher auch gelangt. Du eine, ich eine. Traust du dich? Komm schon. Kannst auch tauschen, wenn die zu groß ist. Ich glaube, die Großen, die sind weniger scharf. Na dann. 3, 2, 1, beißen. Beißen, drin lassen. Was hast du mit dem Stecker gegessen? Na, der liegt hier. Und? So. Musst du schon weinen? Geht's? Du wirst ja ganz rot, du kriegst glasige Augen. Ich sitze hier zwischen zwei ganz scharfe Typen. Ja. Na? Nee, das geht absolut gut. Ja, es geht mir total gut. Alles bestens. Es geht mir definitiv besser als bei der Polizei gestern. Das stimmt. Das war doch legendär, oder? Mega. Das war leider legendär, ja. Und da muss ich echt zugeben, leider habt ihr das echt gut gemacht. Ja. Also leider auch der Lenny so gut mitgespielt. Hat so viel Spaß gemacht. Und ganz im Ernst, wäre ich dabei gewesen, nur hätte als Lenny gewusst, das ist nur Spaß, ab einem gewissen Punkt hätte ich mich gefragt, wissen die Polizisten immer noch, dass es Spaß ist? Die waren so überzeugend. Ja. Das war vor allem top. Der eine. Der eine hat mich besonders genervt. Ja, hat sich ein bisschen verliebt. Hast du dem dann die 7 Euro angeboten? Nee, aber vielleicht? Den Lolli. Ach so, den Lolli, der da reingeworfen hat. Wir schauen jetzt mal nach Italien, am Italienerwochenende. Perfekt. Denn auch dort wird ja Wiesen gefeiert. Ah, die Chili. Bella Italia.